Hey Rachel, wir haben uns ja gerade vorhin Hallo, gesehen in Priscilla. dem Meeting mit so vielen Leuten und du hast diese 369-Kur für ganz viele Menschen jetzt möglich gemacht, dass wir das alle zusammen machen können. Also vielen, vielen Dank dafür. Weißt du, ich Sehr denke immer, gerne. in so einer Gruppe etwas zu machen, das ist irgendwie ein bisschen besser, weil man seinen inneren Schweinehund dann... Gruppendruck. Gruppendruck, genau. Gruppenzwang. Ja, Jonas, bist du motiviert? Nee. Schau, da hast du schon den ersten motivierten Teilnehmer hier. Genau, Jonas' großes Thema ist Kaffeeentzug. Ich habe noch nie, seit ich etwa 15 bin, keinen Kaffee getrunken. Und, Nein, wirklich? Ja. Boah, das ist nicht schlimm, oder? Die Rachel so, okay, wir brechen ab, wir brechen ab, wir hören auf. Rückzug. Ah, wow, okay, ja, das wird eine spannende Erfahrung. Hast du Angst? Ja, Angst ist ein bisschen übertrieben, aber ich mache mir ein bisschen Gedanken, wie das wohl wird. Ja. Weil es ist sogar so, wenn ich mal irgendwie nicht dazu komme, also ich habe hier keinen Kaffee in der Wohnung, ich gehe immer ins Büro, das ist hier in der gleichen Straße, ein bisschen weiter oben, und wenn ich irgendwie nicht dazu komme, dann kriege ich halt schon Kopfweh, wenn ich dann zu lang warte und keinen Kaffee trinke. Ja. Und bist du aber so, grundsätzlich hast du schon die Motivation, keinen Kaffee mehr trinken zu wollen oder weniger Kaffee trinken zu wollen? Eigentlich schon. Also ich fühle auch in mir, dass es eigentlich an der Zeit ist, mit Kaffee aufzuhören sogar. Und das ist aber eine schwierige Entscheidung, weil ich so richtig, das nicht nur Kaffee trinken, das ist so ein richtiges Lebensgefühl ein bisschen. Ich habe auch ganz viel Equipment und ja. Er ist ambitioniert und macht so schöne Kaffeelatte mit, ja. Mit Hafermilch. Latteart, mit Hafermilch oder Mandelmilch. Ja. Das Kaffee-Lebensgefühl. Genau. Dieses Hipster-Kaffee. Und, aber, ich kann das voll verstehen. Mh. Aber der Koffein gibt mir auch richtig einen guten Kick immer. Also fühle ich mich dann meistens schon mega gut. Und will die Welt erobern. Ach, so krass sogar. Ja. Das ist natürlich schon ein gutes Gefühl. So, ab morgen hörst du auf, dann, die Welt zu erobern. Ja. Dann muss ich das jetzt nicht machen, oder? Die 369. Nee, erober du lieber die Welt. Genau. Wir sind aber trinkst du schon Selleriesaft und so? Ja, alles. Immer? Ja. Genau, erlebt 80%. Gibt dir aber noch nicht den Energiekick so. Ja. Doch, auch. Ja. Doch, voll. Also da sehe ich schon auch die Vorteile. Also es hat ja eigentlich nur Vorteile, außer vielleicht für die Finanzen. Aber ich habe schon viel mehr Energie seit der Ernährungsumstellung. Aber Koffein gibt noch eins drüber. Kurz. Ja, aber das weißt du ja nicht. Das weißt du ja nicht, weil du kein Leben ohne Kaffee kennst, ja, voll. Jonas. Und das ist die Hoffnung, die ich habe, dass die Leberreinigung mir dieses Gefühl gibt, was manche beschreiben, dass man so voller Energie ist nach einer Zeit. Das ist ein bisschen die Motivation, wo ich hoffe, dass das passiert. Ja, und jetzt bist du ja abhängig immer von dieser Koffeinspritze. Das heißt, eigentlich stimmt ja etwas nicht, dass dein Körper das Koffein braucht. Ja, voll. Das ist halt wie eine Droge. Ich habe auch noch lange Matcha getrunken, sogar bis zum Sommer noch. Mhm. Und es hat mir auch immer voll den schönen Energiekick gegeben. Und was für mich nach einer Zeit so krass war, als ich gemerkt habe, wie ich diese Energie plötzlich von alleine, also wie, wenn die plötzlich von alleine in mir entsteht, das fand ich ein super crazy Gefühl. Mhm. Okay. Ja, vielleicht so als kleine Motivation. Ja, ich mache es auf jeden Fall. Ich ziehe es auf jeden Fall durch. Ja, so cool. Mein Partner macht auch mit und er hat gerade jetzt vor einem Monat Kaffee und Rauchen, also Rauchen reduziert und Kaffee aufgegeben, und er hat mir zu Weihnachten geschenkt, dass er die Kaffeemaschine aus der Küche abgebaut hat. Okay. Nicht schlecht. War auch ein gutes Geschenk. Ja, cool.
Wir waren vorhin einkaufen, gell, Jonas? Mhm. Und dann ist uns jetzt vorhin aufgefallen, dass wir die Spargeln vergessen haben. Ja, super. Das stand wahrscheinlich ganz zu oberst auf der Liste. Aber wir können ja noch hier schauen. Oder sonst fahren wir halt nochmal. Ja, wir können nächste Woche nochmal fahren. Wir brauchen die ja die ersten 3 Tage nicht. Na ja. Da ist nämlich Zucchini angesagt, und aber natürlich Sellerie. Haben wir auch und, nicht gekauft. Genau. Aber was haben wir hier? Nee, wir haben ja den Bio-Bag. Ah ja, da wir ist haben es eben drin, den ja. Bio-Bag, den wir jede Woche bekommen. Und, aber da sind nicht immer alle Sachen drin. Die das wir von Bauern hier in der Umgebung kriegen wir immer eine Lieferung jede Woche. Ah, perfekt. Ja. Sehr gut. Genau. Da kriegt ihr auch Zucchini dann morgen, oder? Heute kam das, ja. Ja. Ja, genau, in den ersten 3 Tagen sind die Zucchini so wichtig, weil die eben diese Vorbereitungsphase unterstreichen in ihrer Funktion einfach. Und deshalb ist es auch dann so, dass wirklich die ersten 3 Tage es eben die Zucchini immer mittags gibt und dann ab Tag 4 Spargel und Rosenkohl. Mhm. Und das Krasse ist ja, fett- und zuckerfrei. Und das ist echt. Das geht einem dann schon an die Substanz. Zuckerfrei ist ja für uns normal. Ja, ja, habe ich Zucker gesagt? Ja. Ich meine salzfrei. Aha. Salz- und fettfrei. Zuckerfrei ist normal, wenn man den Fructose ausklammert. Aber ja, genau. Ja, Salz meine ich und fettfrei. Okay. Das ist echt. Da war ich letztes Mal richtig emotional bei der letzten Reinigung dann. Davor bangt es mir auch wirklich am meisten und das ist auch echt einfach, das sind die beiden Gründe, warum ich es bisher noch nicht gemacht habe und warum ich mich bisher noch nie getraut habe, weil mit so einem Schuss Olivenöl und einer Prise Salz schmeckt irgendwie alles besser. Ja, total, ja. Ja, es ist einfach so, diese innere Motivation zu sagen, okay, Leber, du machst so viel für uns, jetzt geben wir dir was zurück und ja. Länger jung bleiben, du willst ja, wie alt werden, hast du heute gesagt? 120. Genau, das ist das Ziel. Also einfach, außer es, natürlich kann auch sein, dass ein Unfall passiert oder so, aber sonst werde ich 120. Wie ist es eigentlich mit Sport? Wenn der Unfall nicht passiert. Genau. Wie ist es eigentlich mit Sport während den 9 Tagen? Ja, genau. Wenn du jetzt eh schon immer Sport machst, dann ist es kein Problem, den weiterzumachen, sofern du dich energetisch gesehen dazu in der Lage fühlst. Was jetzt nicht so empfehlenswert ist, ist jetzt während den 9 Tagen irgendwie eine neue Sportart anzufangen oder plötzlich Klettern. Joggen zu gehen oder so, ja genau. Ja. Also wenn du eh immer joggen gehst und du hast dann auch wirklich so das Gefühl, du hast auch die Energie weiterhin dazu, dann kannst du es auch gerne weitermachen. Na cool. Das klingt gut. Aber da auch wirklich so ganz wichtig, echt, wenn der Körper irgendwie sagt, nee, heute nicht, dann auch einfach wirklich drauf hören. Ja, ich glaube, wie wenn man sagt, man möchte heilen, ist das Mitgefühl einfach so wichtig, gerade bei einem Detoxen, dass man einfach sagt, okay, Körper, es ist deine Zeit, du darfst bestimmen und nicht das, was wir im Kopf uns vornehmen. In diesen 9 Tagen, sonst dass wir einfach ja das annehmen, was kommt. Und wenn es mal die Emotionen sind, dann ist es das, dass man da durchgeht und danach spürt. Und wenn es ein Schwächeanfall ist, dann ist es der, dass man sich ein Glas Honigwasser macht mit Zitrone oder so. Genau. Das darf man. Ja. Dann ist ja alles gut. Ich habe heute. Die Welt ist in Ordnung. Ja, ich bin heute extra nochmal einkaufen gegangen, nochmal und habe irgendwelche Sachen gemampft, die ich eh sonst schon nicht essen darf, weil ich dachte, das gebe ich mir jetzt noch. So ein veganes Sandwich und. Was hatte ich noch? Du hattest dir Chips. Nussgipfel geholt, was du sonst eigentlich nicht isst. Ja. Also er hat so eine richtige rebellische, jetzt aber erst recht, bevor es anfängt. Voll gut. Vor allem schreibt Anthony Williams so mehrmals in seinen Büchern,
Wenn es zu Entgiftungserscheinungen kommt, dann kann das auch daran liegen, dass man vielleicht den Abend vorm Detox meinte, heute gilt nochmal. Aber wenn er es braucht, dann braucht er es, gell? Ja. Absolut, total. Ja, ich wollte noch ganz kurz was auch zu den Emotionen sagen, weil das finde ich nämlich auch so schön, wenn wir dürfen auch diese Reinigungskur wirklich auch so als spirituelle Reinigung sehen. Und vor allem, wenn wir vielleicht so das Gefühl haben, wir sind nicht, unser Geist ist nicht so mit unserem Körper verbunden, dann kann das in dieser Reinigung voll die Chance sein, diese Verbindung wieder so ein bisschen aufzubauen, ja, und die zu stärken. Ja, das klingt gut. Ja, das klingt mega. Ich finde gerade so für den Jahresanfang, wir sind ja jetzt im Januar, ist es mega. Genau, so ein Reset und Neustart für das neue Jahr. Ja. Genau. Der einzige Nachteil ist, dass wir es jetzt im Januar machen, ist wirklich, dass es nicht die Spargelsaison ist. Aber wie gesagt, mit dem Rosenkohl können wir ja das überbrücken und dann halt im Frühling nochmal, gell, Jonas? Ja, ja, auf jeden Fall. Das machen wir im Frühling gleich nochmal. Ja. Okay. Dann ist auf jeden Fall dann das Video online und die Leute können es gleich schauen, bevor sie anfangen. Ja. Ja, genau. Ja gut, dann sind sie wirklich noch besser drauf vorbereitet. Und du trinkst ja bis dahin dann eh schon keinen Kaffee mehr, das heißt, du machst den dann auch mit links. Ja. 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 Schauen wir mal. Schauen wir mal, was das bringt. Okay, dann geht's morgen los, oder? Morgen geht's los, Rachel. Wir morgen freuen uns mega. Und wann sehen wir uns wieder? Ja, ich mich auch. Am Sonntag, oder? Am Sonntag um 9 Uhr wieder. Okay. Also wir jetzt. Und der nächste Zoom-Call ist um 20 Uhr, genau. Okay. Alles klar. Also. Ja, ich freue mich auf die ersten 3 Tage mit euch und freue mich auch mega, euch immer dabei zuzugucken und so. Und vor allem auf deine kaffeefreie Reise bin ich natürlich mega gespannt. Oder? Ja, ja, cool. Ich auch. Keep me posted. Yeah. Alright. Also, dann erhol dich jetzt gut, gell, von dem Stress, von dem ganzen Adrenalin. Ja, das stimmt, ich esse ein paar Datteln. Sehr gut. Dann sehen wir uns am Sonntag. Bis Sonntag. Ich freue mich drauf. Bis tschüss, dann. Mach gute Sache. Starten. Ciao. Tschüss. Hast du auch ein Zitronenwasser? Ich habe ein Wasser mit einem Schuss Apfelsaft. Okay. Oh Mann, Rachel, ich sag dir, heute ist ja der 4. Tag. Ja. Und gestern Abend fing's an. Detox-Erscheinungen. Ich hatte abends, gell, schon so einen Blähbauch und Krummeln. Und dann sind wir eigentlich früh ins Bett. Ja. Und dann habe ich Herzrasen bekommen. Ich habe so Herzrasen bekommen. Und bei mir ist es ja das 3. Mal, wo ich das Detoxen jetzt mache. Aber Anthony sagt ja auch, alles, was mit der Leber zu tun hat, ist mit der Zahl 3 verbunden. Und die Leber hat 3 Schichten. Und ich weiß nicht, ob es jetzt bei mir bei der 3. Schicht angelangt ist oder irgendwie wirklich tiefe Medikamente, die es daraus holt, weil ich natürlich mega krasse Behandlungen hinter mir habe. Ich habe viele Schmerzmittel gehabt, viele Operationen, viele medizinische Untersuchungen, mit Chemikalien natürlich und Schwermetalle und die pathogenen Keime und ja, also da geht richtig was. Oh, wow. Ja. Was ich auch beim letzten, also was ich jetzt auch gerade nochmal gelesen habe, eben was du auch sagst mit der Zahl 3, dass der Detox auch so wirksam sein soll, wenn es in einer Zahl in unserem Leben ist, vom Geburtsjahr her, die wir durch 3 teilen können. Vielleicht ist es bei dir ja auch noch in so einem Jahr, was in eine 3, also weißt du zum Beispiel. Okay, 3, jetzt 3 muss ich rechnen. Das ist wie bei Dark. Ist wie bei Dark, Achtung. Ich bin jetzt 35 und das muss ich jetzt durch 3 rechnen, oder das wie? Das geht nicht. Das geht nicht.
36 nee, 33 dann wäre das Detox-Jahr das perfekte gewesen und 36 ist dann wieder das nächste. Aber ich werde bald 36 in 5 Monaten. Wer? Jonas, du? Ich werde in 5 Monaten werde ich dann 36. Das heißt, eigentlich wäre dieses Jahr jetzt eigentlich doch schon das perfekte Detox-Jahr für mich. Dann ist es genau das Perfekte, weil er sagt auch in den Monaten vor dem Geburtstag. Krass, also es ist richtig, richtig krass, wie viel abgeht. Und einerseits erschrickt es einem, weil man so denkt, das kann doch nicht sein. Also ich lag wirklich ruhig im Bett und mein Herz, es war, als hätte ich einen Marathon, also es wäre ich irgendwie gerannt. Es war richtig crazy und ich habe auch mega schlecht geschlafen. Aber im Nachhinein ist es ja auch gut, weil man einfach weiß, okay, nee, da war so viel in der Leber und stell dir vor, wenn ich das jahrelang noch mit mir rumgetragen hätte und jetzt habe ich diese Chance, das wirklich loszulassen. Das ist schon gut, wenn auch belastend jetzt gerade im Moment, aber auf lange Sicht gut. Ja, spannend. Vielleicht hat sie ja tatsächlich was damit zu tun, auch ein bisschen. Mhm. Das ist ein guter Zeitpunkt bei dir, um viel loszulassen. Weil ich habe das Gefühl, bei mir passiert nicht so viel und ich hatte gerade meinen 30. Geburtstag, also ist eigentlich sozusagen vorbei. Wie ist es bei dir, Jonas? Ja, ich merke, glaube ich, schon was, aber jetzt nicht so extrem. Also genau, wir telefonieren ja jetzt heute über Zoom, weil wir gestern gar nicht mehr so spät eigentlich einen Termin haben wollten, weil wir voll früh ins Bett gehen jetzt. Also schon am ersten Tag, da bin ich sogar um 8 ins Bett und bin dann eben mit krass Kopfschmerzen aufgewacht und jetzt hatte ich eigentlich jeden Abend Kopfschmerzen. Jetzt mal schauen, wie es heute wird. Heute kündigt es sich auch schon ein bisschen an, aber das ist vielleicht einfach nur der Kaffee und sonst, ja, bin ich jetzt nicht so, bin ich ein bisschen antriebslos, so einfach nur, aber nicht extrem. Einfach, ich mache alles ein bisschen langsamer und so. Mhm. Spürst du das auch, Rachel, von der Energie her oder wie geht's dir da? Meine Energie ist eigentlich ganz gut. Was bei mir ein bisschen ist, dass ich so unstillbaren Hunger habe. Das nervt mich. Also ich werde wirklich gar nicht satt. Ich habe vorhin im Berg Salat gegessen und ich war danach so, okay, und jetzt hätte ich gern noch eine Portion Pasta, bitte. Es macht mich nicht satt. Das ist echt ein bisschen nervig, aber ich habe geguckt, ich habe nicht abgenommen und das finde ich sehr gut, weil ich wollte jetzt nicht abnehmen und da bin ich auch froh drum, dass ich das nicht gemacht habe bisher. Ja, das hatte ich bei der letzten auch, da war ich auch immer hungrig, aber dieses Mal irgendwie nicht. Es nervt mich eher zu essen, noch mehr Salat. Rosenkohl. Also bei mir ist auch so, dass ich so denke, ich muss jetzt schon was essen, aber ich weiß irgendwie, es wird mich nicht so richtig befriedigen. Und dann ist es auch irgendwie so, ja, okay, kann es eigentlich auch irgendwie lassen. Aber gehört ja dazu. Mhm. Und Jonas, mich würde natürlich auch noch bei dir interessieren, wie ist es jetzt für dich, das mit dem Kaffee wegzulassen, bis auf das mit dem Kopfschmerzen und so? Ja, also ich habe es ja fast vermutet, dass irgend sowas ist. Die ersten Kopfschmerzen da in der Nacht um 3:30, die waren echt krass. Also das hätte ich nicht gedacht. Da wurde mir, also die waren so krass, dass schon Richtung, es wurde mir schon ein bisschen übel sogar. Also nicht ein bisschen, ich dachte eigentlich, ich muss erbrechen, aber ich habe es erfolgreich unterdrückt. Aber das war schon recht schlimm. Und sonst bin ich eher halt immer noch ein bisschen traurig, weil ich eigentlich in mir weiß, dass vielleicht Kaffee ganz der Vergangenheit angehört. Aber ich muss mir irgendeine Alternative überlegen für Kaffee. Und ich habe ja was zum Geburtstag gekriegt von der Marion. Mhm. Und das werde ich dann ausprobieren. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Weißt du das? Nee, muss ich dann nachschauen. Das ist sowas, im nächsten Gespräch. Sowas für Menschen, die eben gewohnt sind, Kaffee zu trinken. Voll gut. Ja. Meine Mama hat auch mit Decaf aufgehört, Kaffee zu trinken. Okay. Weiß nicht, ob das noch vielleicht eine Option wäre für danach. Mhm. Ja, aber krass, dass du schon, also wenn ich das jetzt so richtig rausgehört hast, die in so eine
Verabschiedungsprozess so ein bisschen. Trauer. Oder zum Teil, ja. 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 Ja, bei, also der entkoffinierte Kaffee kommt für mich nicht in Frage, weil ich ja eh nur immer mit Bohnen und die dann selber mahle und frisch den Kaffee zubereite. Und ich will nicht irgendwas da instantmäßig löffeln oder so. Ja. Ja, mal schauen. Aber ich denke, wenn man über den Berg ist, dann kann man ja eben schauen, was man für Alternativen hat. Mhm. Ja. Genau, ich denke auch, dass es da gute Sachen gibt. Ja, sonst entwerfen wir was für die Kaffeemaschine. Genau. Ja, das mit dem Kaffee ist voll das spannende Thema, weil das ist ja so präsent und auch wie du es beschrieben hast, auch so eine Kultur schon, also so ein Lifestyle und das ist natürlich voll krass. Da gibt man nicht nur den Kaffee auf, sondern ja noch ganz, ganz viel, was dazugehört. Mhm. Ja. Ja. Ja, ist krass, wenn man so von außen auf den Planeten schauen würde und so eine Doku über die Erde machen würde, würde man sagen, das hier sind die Menschen, sie sind zu 98% süchtig nach Koffein. Die ganze Zeit Kaffee am Runterschütten, um den ganzen Erdball alle zusammen. Das ist schon krass. Ja, ja, ist echt krass. Hast du die Podcast-Folge mal vom Anthony Williams über Kaffee gehört? Nee. Also die ist auch saukrass. Okay. Ich finde die richtig heftig. Okay. Ja, die ist auch noch, wenn ich, also die ist auch sehr gut zur Abschreckung. Aha. Okay. Richtige Horrormärchen erzählt er da. Okay, muss ich diesmal anschauen. Ja, und wie seid ihr jetzt, wie geht's euch jetzt so mit dem Ausblick auf die nächsten 3 Tage? Rosenkohl? Genau, wir sind die Rosenkohl-Fraktion, weil wir haben ja Januar und es gibt wirklich keinen Spargel, auch nicht tiefgefroren. Deswegen werden wir es mit Rosenkohl und Zucchini ersetzen. Ja. Ja, vielleicht finden wir ja noch irgendwo Spargel, also kann schon sein, oder? Mal schauen. Ich mache sicher im Frühling nochmal und dann mit Spargel. Es ist ja mein Detox-Jahr, habe ich gerade rausgefunden. Stimmt. Ja, ich habe so gedacht, vielleicht mache ich das einfach einmal im Jahr. Das müsste reichen. Ja, ich meine, du bist ja auch gesund, du hast ja nicht die Krankheitsgeschichte wie ich und nicht so viele Medikamente geschluckt die ganze Zeit. Das ist ja... Naja, das stimmt. Steckt ja alles noch in mir drin. Ja. Naja, aber ich glaube, es wird gut. Also, ich nehme einfach einen Tag nach dem anderen, oder? Ja, oder? Ja. Komm, wir halten uns fest, wir schaffen das. Ja, es ist so gut, wenn man das zusammen macht, wirklich. Das ist einfach, das macht so viel aus. Ja. Das stimmt. Und dein Freund macht auch mit. Wie geht's ihm? Ihm geht's richtig gut. Voll krass. Ihm geht's viel besser auch als mir. Er hat überhaupt keinen Hunger. Also, der findet das super. Ja, cool. Ich bin voll überrascht. Ja, nee, echt. Also, der macht voll tapfer mit und findet das alles super und sagt, ja, toll, gibt's Rosenkohl heute Abend. Ja, es ist so unterschiedlich, gell? Ja, es ist wirklich der Wahnsinn, wie unterschiedlich das ist. Ja, also morgens bin ich auch sehr launisch, das habe ich jetzt gemerkt. Vor allem, wenn ich so aufstehe und merke, ich habe Hunger, dann geht meine Laune direkt erstmal runter in den Keller. Und wenn ich dann auch wieder so drüber nachdenke, was es am Tag wahrscheinlich zu essen gibt, das muntert mich dann auch nicht so auf. Mhm. Aber ja, was ich auch noch habe, ist, dass ich sehr gut aufs Klo gehe die ganze Zeit eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass ich da wirklich, also dass es auch durch den Darm geht. Klar, also ich leide jetzt an diesen Blähungen, so wie ich es früher kannte vom Reizdarm, aber es geht dann auch was ab. Also es bleibt nicht in dieser Verstopfung, sondern es löst sich und das ist ein gutes Zeichen, gell? Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann lässt es ja los in dem Moment. Mhm. Ja, das ist schön. Sehr gut. Ja, ich bin mega gespannt auf die nächsten 3 Tage. Ich auch. Ja, cool, dann sehen wir uns am Donnerstag. Ja, sehr gut. Ach, und Priscilla, das mit den Sprossen, das war ein Megatipp.
Oh, das sind so Helferlines, oder? Wirklich. Ja, ich Ja. finde auch. Ja. Es war richtig gut von dir, Ja. der Tipp. Sprossen, das sind echt so die natürlichsten Gewürze überhaupt. Und dann, Wir sind Fans. ja, wir sind große Sprossensamen-Fans. Ja. Ja. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich habe da leider vorher nicht drüber nachgedacht, aber jetzt hat voll war ein richtiger Gamechanger. Definitiv. Ja, es kommt noch was. Es kommt, wir machen noch ein paar Videos zu dem Thema. Sprossen Ja. oder Würzung? Sprossen. Sprossen. Yay! Sehr schön. Okay, cool. Ich freue mich. Ja, mega. Ich wünsche euch richtig, richtig viel Kraft für die nächsten 3 Tage. Oh, dir Danke, auch. dir Und auch dass und deinen dein Hunger Freunden. vorbeigeht, das ist nicht so. Also ein Loch im Bauch ist nicht schön. Ist nichts Schönes. Ja. Nee, wirklich nicht. Ja. Ja, danke schön. Vielen Dank. Und dann hören wir uns wieder in 3 Tagen. Ja, Jo, bis super. Bis dann. dann. Tschüss, Tschüss, Rachel. mach's gut. Ciao. Ciao. Hallo, Rachel. Hallo Rachel, guten Morgen. Hallo Jonas, hallo Priscilla. So, jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Ja, wirklich, unglaublich, dass wir. Das 9 Tage ist schon noch lang. Man gewöhnt sich dann auch daran, dass es irgendwie so ist, ne? Ja, Ja. aber irgendwie ging es voll schnell rum, die 9 Tage. Also, es ging einfach rum wie nix. Ja, für uns ging es echt irgendwie schnell rum. Na. Ja, gefühlt. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal auf diese neu gewonnene oder wiedergewonnene Freiheit klarkommen. Dass ich einfach essen darf, was ich möchte, so im Prinzip. Ja. Ja. Und mir selber überlegen muss, was vor allem. Voll. Ich glaube, ich werde als erstes die Kartoffeln wieder mit reinnehmen. Und sonst, mit der Routine verändert sich ja nicht so viel, also gerade am Morgen. Und was wir uns jetzt schon vorgenommen haben, ist, dass wir gerade das Level, was wir jetzt erreicht haben, dass man sich ja daran gewöhnt, jetzt mit weniger Fett und Salz auszukommen, dass wir das echt noch irgendwie versuchen rauszuzögern. Und wir haben immer so ein Bio-Paket von den umliegenden Bauern mit Gemüse. Und das heißt, wir haben jetzt ganz viel Kohl nachzuholen. Das heißt, wir machen jetzt die nächsten Tage, glaube ich, viele Kohlrezepte und versuchen auch einfach fettarm und nur ein bisschen Salz. Die Kohl-Nachholwoche. Genau. Die habe ich tatsächlich auch, witzigerweise. Echt? Ja, ich habe auch noch so einen riesen Weißkohl hier zu Hause und Okay. der ist, ja, der ist fällig. Ja, genauso geht es mir auch. Ich will auch wirklich so ein bisschen auf diesem niedrigeren Salzlevel bleiben, auf dem niedrigeren Fettlevel. Also beziehungsweise das mit dem Fett ist mir eigentlich gar nicht schwer gefallen. Das hat mich voll gewundert. Das war für mich gar kein Problem. Nur das Salz, das war echt für mich schmerzhaft, das gehen zu lassen für 9 Tage. Und da möchte ich ein bisschen dranbleiben. Ja. Ja, ich merke das auch mit dem Salz. Also echt gegen Ende, jetzt vor dieser 369, hatte ich so einen hohen Salzkonsum und ich habe es auch nicht mehr richtig geschmeckt. Und einmal haben die Kids mir sogar gefeedbackt, Mom, das ist echt versalzen. Und ich dachte mir, wie kann das sein, dass ich das nicht mehr schmecke? Das ist doch nicht okay. Und du hast dann gemeint, Jonas, das ist doch ein Fehler im menschlichen Körper, dass wir uns immer so ein Fett- und Salzlevel gewöhnen, dann immer noch das toppen müssen. Ja, naja, also der Körper macht ja eigentlich nichts falsch, aber ich glaube, es ist eher die Psyche dann, Ja, ja. kann sein. Ich habe die Vermutung, dass wir echt irgendwie sowas in uns haben, was immer irgendwie auf der Suche nach so einer Droge oder so einer Ersatzdroge oder irgendwie so einem Kompensationsmittel ist. Und eben diese ganzen Sachen, das ist echt, ja, ich glaube, die wirken voll so. Ja. Also ich habe das echt auch so gemerkt, wie so, ich habe mich manchmal wie so eine Drogenabhängige gefühlt, dass ich den ganzen Tag nur an Salz gedacht habe, wirklich. Ja, und es ist die große Ablenkung für uns. Ich habe
gestern ja ein Insta-Live gemacht, wo ich erzählt habe, was es für mich auf emotionaler Ebene auch bedeutet hat, jetzt dieser Detox, dass wenn Salz und Fett einfach mal wegfallen, dass diese ganzen Gefühle, was man natürlich sammelt und man hat nicht immer die Zeit, sich darum zu kümmern und so weiter, oder man ist in Situationen, wo das gerade nicht geht, zu weinen oder frustriert zu sein, das kam einfach bei mir hoch ab Tag 5. Und das war ganz spannend, dass ein Tag war eher Wut geprägt und ein Tag mehr Trauer geprägt, sodass ich wirklich mit meiner Tasse Tee auf dem Sofa saß und einfach geweint habe. Und ich wusste nicht wirklich warum, aber da war endlich Platz da. Und diese Ablenkung, die man sich eben geben kann mit Essen, oder dieser Trost, was Essen einem auch geben kann, war einfach weg. Und es war da, ich war ganz nah bei mir und bei all dem, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Und es ging nicht mal wirklich spezifisch um meine Situation, wenn ich Wut gespürt habe oder Trauer, sondern es war einfach so ein allumfassendes Gefühl, was ich auch lösen musste. Also auch so ein emotionales Detoxen. Voll schön, dass du da auch solche tiefen Erlebnisse dann hattest. Ja. Und ich finde es auch so spannend, was passiert, wenn eben wirklich diese ganzen, wie du auch sagst, diese Puffer im Alltag wegfallen und wie nah wir dann auch diesen ganzen Sachen kommen können. Ich meine, natürlich sind die wahrscheinlich einfach auch, die können wahnsinnig überfordernd sein und das ist vielleicht auch nicht immer so leicht zu handeln. Also, und das ist dann natürlich schon krass, wenn die ganzen Puffer wegfallen und alles kommt dann so hoch. Mhm. Dann ist so der Moment, wo wir uns dem stellen dürfen und das ist natürlich auch beängstigend. Ja. Ja, genau, weil wir es uns gewohnt sind, uns abzulenken. Sei es mit Netflix oder Essen oder Social Media oder, ja, man will oft gar nicht in dieses Fühlen reinkommen. Und dabei gehört das ja auch dazu im Heilungsprozess. Ja. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, konnte meine Emotionen besser lenken. Das fand ich spannend. Mhm. Auch so jetzt so mit meinem Partner dann, wenn ich so gemerkt habe, irgendwie so typische Alltagssituationen, wo ich gerne so ein bisschen werde oder so, konnte ich echt so stoppen, wie so und so feststellen, boah, jetzt, also so schlimm ist es jetzt nicht, ja. Mhm. Und eigentlich hast du wahrscheinlich auch jetzt nur Hunger oder so. Und konnte dann aber wirklich dann, also habe es dann geschafft, nicht so tief reinzugehen und das fand ich auch mega spannend. Ja. Cool. Mega. Ja, das ist auch schön, wenn die Emotionen einen nicht mehr leiten, sondern wenn man die Gefühle reflektieren kann, weil Emotionen sind ja nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit, habe ich gelernt, von der Vivian Dittmar. Und wenn eine Emotion hochkommt und wir können die reflektieren, dann ist es wieder ein Gefühl und mit Gefühlen kann man handeln. Aber Emotionen, die händeln dich quasi. Und das ist mega schön, wenn man das kann. Dass dann diese Grundlage da ist, diese Resilienz. Mhm. Und wie ging es dir? Red auch über Emotionen. Also ich war, glaube ich, schon am zweiten Tag emotional. Also so war ich so ein bisschen traurig. Also nicht. Also ich habe einfach ein paar Sachen, glaube ich, verarbeitet. Und sonst. Ja, ab danach war ich eigentlich nicht mehr, also ich hatte jetzt auf der emotionalen Ebene nicht so tiefe Erlebnisse. Ja, es war ich glaube, der zweite Tag, bei mir war eher körperlich, ist viel passiert. Also eben das mit den Kopfschmerzen, ganz krasse Kopfschmerzen in der ersten Nacht und danach am Tag 2 am Abend auch wieder Kopfschmerzen, Tag 3 auch am Abend und ab Tag 4 war es dann weg. Und dann war noch das mit den Beinen, das war recht krass und das mit der krassen Müdigkeit. Also einmal bin ich um 8 ins Bett und am nächsten Tag auch recht früh und haben wir auch Mittagsschlaf gemacht, glaube schon zwischendurch, gell? Du, also interessanterweise, und das muss ich sagen, ich mache sehr gerne Mittagsschlaf, aber diese Detox-Woche habe ich, glaube ich,
die nicht so oft gemacht. Ach so, ich habe zweimal ausgeschlafen, weil ich jeweils um 2 Uhr morgens von meiner Leber aufgeweckt wurde. Dann fällt natürlich der Mittagsschlaf weg. Ja, stimmt. Ja, eben bei mir war es eher körperlich. Ja. Und so ein paar Erkenntnisse eben auch, das mit dem Kaffee, dass das vorbei ist und dass ich da eine Alternative... Wie du sagst, das ist vorbei. Ja. Das ist richtig traurig. Sollen wir eine Beerdigung machen? Nee, es gibt einfach was anderes. Ich habe schon eine Idee. Eine Ersatzdroge. Ja, eine ohne Koffein. Ja. Ich fange einfach wieder Alkohol an zu trinken, dachte ich. Sehr gut, ja. Und das finde ich super. Und grandiose Idee, die Leber wird es dir danken. Ja, ich glaube auch. Und das andere hat auch mit Salz und Fett zu tun, und zwar Chips. Bei mir ist es so ein bisschen eingerissen mit Chips. Also seit ich so mich ernähre, vegan und zuckerfrei und so, ich glaube, vorher habe ich nie so viel Chips gegessen wie jetzt. Das ist einfach passiert. Und jetzt ist es mir klar geworden, dass das ja auch nicht so geil ist. Auch voll die guten Erkenntnisse, vor allem das mit dem Kaffee. Ich denke, da hattest du ja auch genug zu handeln, wahrscheinlich mit diesem Abschied und diesem Trennungsabschiedsprozess, ja. Ja, dafür ist mir aber dann eine gute Idee gekommen, oder beziehungsweise du hast mir was geschickt. Und ja, da machen wir dann bestimmt mal ein Video drüber. Will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Hey, lassen wir es spannend. Ich habe auch, wenn ich das noch ganz kurz hier an der Stelle, jetzt wenn wir schon bei den Männern sind, von meinem Partner vielleicht teilen kann, was ich bei ihm gemerkt habe, er ist sehr viel einfühlsamer geworden. Mhm. Also so aufmerksamer auch. Das fand ich sehr spannend. Und er hat von sich gesagt, dass er besser angefangen hat zu sehen. Wow. Er hat tendenziell ein bisschen eine Sehschwäche und er hat gemeint, er sieht wieder klarer. Das ist krass, gell? Das hört man immer wieder. Das lese ich so oft unter meinen Posts mit dem Sehen. Das ist unglaublich, ja. So eine einfache Sache wäre das, gell? Ja, und das fand ich auch einfach so interessant, weil es ist ja irgendwie wie so normal, dass man ab einem gewissen Alter, dass die Leute nicht mehr zu sehen und eine Brille bekommen. Und wenn man sich das überlegt, dass es vielleicht gar nicht normal sein muss, das finde ich einfach unfassbar. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Also es gehört nicht zum Altern dazu, dass man weniger sieht vielleicht. Ja. Ja, zwingendermaßen. Ja, ich glaube, zum Altern gehört ganz vieles eigentlich nicht dazu. Ja, genau. Heutzutage ist ja normal, dass man denkt, man nimmt im Alter zu, die Knochen tun einem weh, alles Mögliche. Ja, jedenfalls, ich würde das wirklich... Also vorher wusste ich nicht, worauf ich mich einlasse, ganz ehrlich. Und auch am Anfang habe ich gedacht, hätte ich doch nicht mitgemacht. Und jetzt würde ich es wirklich jedem empfehlen. Also ich würde am liebsten meine Freunde anrufen und sagen, sollen das mal machen. Weil man muss es eigentlich mal machen. Und dann fühlt man es und merkt es am eigenen Körper, am Geist. Ich glaube, zum Beispiel dieses Video ist natürlich gut, um den Leuten zu sagen, wie es so ist. Aber selber erleben ist nochmal was ganz anderes. Ja, um vielleicht auch abschließend zu sagen, wie wir uns jetzt fühlen. Ich habe es dir gerade vorhin gesagt, Rachel, ich bin heute so euphorisch. Und ich fühle mich einfach so befreit und viel leichter. Also mein Körper fühlt sich leichter an. Ich denke, auch für Menschen, die abnehmen wollen, ist das sicher auch eine gute Sache. Man merkt wirklich, dass diese Schlacken, die sich gebildet haben, dass das entschlackt wurde. Und auch im Geist fühle ich mich sehr klar. So. Ja, mich auch. Das hat sich auch so, dass manchmal meine Wahrnehmung, habe ich echt so gemerkt, boah, alles gerade so klar und auch so, wie so laut, also nicht negativ laut, sondern wirklich alles wie so deutlich und so. Kennt ihr das, wenn man auf einem Bild so ganz scharf stellt, so oberscharf, so irgendwie, wie als würde man den Regler so richtig so in eine Richtung
nicht so entschieden. Das ist ein gutes Bild dafür, ja. Mhm. Ja. Ja, einfach mal zu spüren, wie wird es dem Körper gehen, wenn er gereinigt ist, wenn er das alles überwinden konnte, was wir ihm normalerweise so zumuten. Das ist schön. Dann hat sich das Ganze gelohnt. Auf jeden Fall. Und auch mal zu merken, was Essen für eine Wirkung hat, weil ich finde auch wirklich, wirklich merken tut man es erst, oder also ich, mir geht es zumindest so, wenn es mal wirklich ganz anders ist als sonst. Mhm. Ja. Und auch mal so komplett so down runtergefahren auf so die Basics wirklich. Ja. Also ich habe dadurch ganz viel so gemerkt, was da doch auch noch bei mir für Mechanismen so da drunter so versteckt sind, obwohl ich mich ja schon sehr gesund und mit Morgenroutine und allem ernähre. Mhm. Weißt du, was ich schön fand gestern beim Zoom, bei dem Gruppenzoom, was wir hatten, dass es immer wieder vorkam, dass Teilnehmer gesagt haben, sie haben jetzt einen anderen Zugang zu diesem Gemüse und sie haben gemerkt, dass sie sich rein von Gemüse und Früchten ernähren können, dass das überhaupt möglich ist und dass natürlich die Menge natürlich enorm steigt, dass das echt viel ist, aber auch zu sehen, wenn man mal Nudeln und Brot weglässt, wie viel lebendige Nahrungsmittel eigentlich Platz haben und dass jedes Nahrungsmittel so eine spezielle Bedeutung hat für den Körper. Und das einfach mal zu erleben, das ist so bereichernd. Genau, also das fand ich so schön, dass das verschiedene Teilnehmer so berichtet haben. Absolut, ja, wirklich. Das ist auch echt so, also wenn man das mal so vergleicht, wie normalerweise das Durchschnittsessen ausschaut und wie wir es jetzt gegessen haben mit diesen Bergen an Gemüse und Obst und manchmal einfach in der reinsten Form, das ist echt krass. Ja. Ein schönes Erlebnis, wirklich einmalig. Es ist schwierig, das dann am Ende wirklich in Worte zu fassen, wie das Erlebnis ist. Es ist auch, denke ich, für jeden komplett individuell das Erlebnis, sicherlich. Jeder wird da was ganz anderes erleben und trotzdem lohnt es sich einfach, denke ich, auf so eine Entdeckungsreise mit seinem Körper zu gehen oder und ihn besser kennenzulernen und zu sehen, was da so drinsteckt, auch für Potenzial vielleicht auch. Genau. Ja. Und alle Dinge, die wir benutzen, ob jetzt ein Auto oder eine Wohnung, wir putzen sie immer wieder und fühlen uns dann wohler. Und genau so ist es mit unserem Körper, ihm die Chance zu geben, dass er sich wirklich reinigen kann und diese Tiefenreinigung machen kann. Das ist einfach genial. Und dass es so einfach geht, 9 Tage und trotzdem immer essen dürfen, wunderbar. Ja. Besser geht's nicht. Genau. Ja, cool. Jonas, hast du auch noch ein Schlussfazit? Ja, ich fand es cool, dass wir uns einfach auch immer zwischendurch austauschen konnten mit dir. Und ja, es war richtig, ja, ich habe mich gut begleitet gefühlt auch. Mhm. Ja, das war besonders wertvoll mit dieser Gruppe. Danke, Rachel. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, danke auch, dass ihr dabei wart. Das war mega schön. Voll schön war's. Also, schönen Sonntag noch. Bis bald. Bis bald. Grüße an deine Leber. Ich küsse sie. Bäh. Danke, ihr auch. Macht's gut. Ciao.